Wir sind heute in Berlin, vis-à-vis vom Schloss Charlottenburg. Und ich wurde gebeten, in diesem Haus aus den 80er Jahren eine Musterwohnung einzurichten. Und hier war der Grundriss nicht ideal. Das heißt, meine Aufgabe lag zunächst darin, den Grundriss zu optimieren. Und auch das kann Teil vom Homestaging sein. Wenn ihr wollt, kommt mit, dann zeige ich euch das Ergebnis. Ich habe also ein Konzept entwickelt, wie wir aus der ehemaligen Zwei-Zimmer-Wohnung jetzt eine Drei-Zimmer-Wohnung machen konnten. Dafür haben wir Wände entfernt, Durchbrüche gemacht, an anderen Stellen Wände gezogen. Und so haben wir es zum Beispiel geschafft, aus dem ehemaligen Schlafzimmer, was den absolut schönsten Blick auf das Schloss Charlottenburg hatte, jetzt das Wohnzimmer zu machen. Das ist natürlich viel schöner geworden. Und um aus dem ehemals sehr langgezogenen Schlafzimmer ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer schaffen zu können, haben wir hier eine Wand gezogen, Oberlichter eingebaut und so ist im hinteren Bereich ein kleines, aber sehr kuscheliges Schlafzimmer entstanden. Ihr seht, was mit Homestaging alles möglich ist. Und wenn auch du deine Immobilie so vermarkten möchtest, dann vereinbare einen Besichtigungstermin mit mir und wir schauen uns deine Immobilie gemeinsam an.